Cloud Computing, es kommt darauf an, wie man fragt. Es gibt viele Sichtweisen. Ich glaube, Cloud Computing unterscheidet sich hauptsächlich zur bisherigen Art und Weise, wie Computing gemacht wurde, in der Art, dass man nicht mehr, sagen wir zum Beispiel, wenn man von Autos ausgeht, ein eigenes Auto kauft, sondern man mietet ein Auto, beziehungsweise wenn man weniger damit vorhat, mietet man sich vielleicht auch nur ein Taxi oder kleinere Einheiten. Es kommt darauf an, was man mit dem eigentlichen Compute-Vorgang vorhat. Hat man zum Beispiel Storage-Probleme, dann kauft man sich für gewisse Zeiträume Storage auf einer gemieteten Cloud. Hat man vor, viele Daten zu verarbeiten, so kauft man sich zum Beispiel mehrere Stunden in einem Compute-Cluster. Das ist im Grunde genommen das, was Cloud Computing so stark macht, das Angehen von Compute-Problemen über einen Mietvorgang, der genau auf die dedizierten Probleme des Kunden zugeschnitten sind, sodass man sagen kann, ich bezahle nur das, was auf euch gebraucht wird.